Okay, anyways. Ich möchte gerne die Zeit bis zum Grillen überbrücken und ein bisschen über Datenbanken in Containern mit euch unterhalten. Ich bin Johannes. Ich bin Software-Engineer für eine Firma, die Neo4j heißt. Das ist eine Datenbankfirma. Kennt ihr Neo4j? Kennt jemand nicht Neo4j? Oh, cool, es melden sich Leute. Also Neo4j ist eine Graph-Datenbank. Also Daten werden in einem Graphen abgelegt und Graphen können Verbindungen zueinander haben. Und das ist total super. Also jeder, der schon mal mit einer relationellen Datenbank gearbeitet hat und mehr als zwei Joins benutzt hat, weiß, dass das sehr schmerzhaft ist. Und mit einem Graphen ist es halt einfacher und natürlicher, wenn man in einer Sprache arbeitet, die dafür ausgelegt ist, Relationen zwischen Knoten abzubilden. Und wir werden so ein bisschen über Neo und was das so ist, noch ein bisschen reden, aber auch über ganz viele andere Datenbanken. Also ja, ich arbeite für die Firma, ich will euch aber heute nichts verkaufen. So, das ist wichtiger Disclaimer. Es gibt noch ein paar mehr Disclaimer. Wir werden uns heute ein paar Fehlerszenarien angucken, so eher von einfach bis so ein bisschen fortgeschritten. Und wir werden uns für alle dieser Fehlerszenarien mögliche Lösungen anschauen. Also wenn es euch am Anfang ein bisschen langweilig ist, könnt ihr euch gerne noch ein Bier holen und dann später wieder reinkommen. Wenn ich euch nachher abhänge, können wir das alles noch später diskutieren. Und ich möchte euch vorschlagen, wie wir uns entschieden haben in unserem Setup. Das habe ich auf der Folie davor vergessen zu erwähnen, dass ich arbeite zwar für eine Graph-Datenbank-Firma, aber wir bauen Neo4j Cloud, also ein voll gemanagtes Datenbankangebot. Da kann der Kunde hingehen, kann sich anmelden, sagen, ich hätte jetzt gerne eine Datenbank und wir kümmern uns da dann darum, dass das in dem Cloud-Provider, in dem der Kunde das gerne hätte, halt ein Cluster voll gemanagt in Kubernetes für ihn gestartet wird. Das heißt, ich bin gar nicht so der Graph-Typ, ich komme eher so aus dieser Container-Ecke und über das, was wir so gesehen haben im Laufe dieser Zeit, dreht sich diese gesamte Präsentation. Ich werde euch, ich glaube, 318 Neo4j-Logos zeigen. Das tut mir leid. Wenn ihr das nicht mögt, das ist dieses Logo, wenn ihr das nicht mögt, stellt euch vor, da ist ein Elefant oder ein Delfin oder was auch immer. Ich kriege nur von unserem Marketing-Team einen auf den Deckel, wenn ich euch jetzt 318 Oracle-Logos zeige. Okay. Weiterer Disclaimer. Ich werde euch heute keine Silberkugel präsentieren. Es gibt in diesem Umfeld leider keine allgemeingültige Antwort. Gibt es doch? Hast du sie? Nein? Nein? Okay. Ja, Jochen. Großartig. Großartiger Typ. Ich kann euch keine allgemeingültige Antwort präsentieren. Ich kann euch nur zeigen, was wir für Probleme gesehen haben und wie wir versucht haben, diese Probleme bestmöglich zu lösen. Ich habe schamloser Plug. Es gibt Entwicklermagazin, die kommt nächste Woche raus. Da habe ich so einen kleinen Artikel geschrieben, auch Datenbank in Container ist auf Deutsch, kann man, wenn man Interesse hat, nochmal alles nachlesen. Und noch viele, viele Sachen mehr. Aber zurück zu uns. Ich werde euch leider auch mit Big Bang Theory nerven. Einfach weil die Bilder so toll sind. Kurz, damit ich weiß, so, wer so hier so ist. Wer von euch macht mehr so Dev-Bereich, also wer Softwareentwicklung? Mehr so Ops? Also mehr so da drüben, okay. Wer macht beides? Okay, wer lässt Container bei sich in der Produktion laufen? Auch noch viele. Datenbanken in Containern? Oh, cool. Okay, Datenbanken. Wer lässt denn Datenbanken laufen? Nochmal so. Es gibt immer Leute, die sich nicht melden. Was macht ihr? Okay. Gut, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Okay, Datenbanken in Containern? Auch ein paar. Wenn ich heute irgendwas erzähle, wo ihr merkt, das hat bei euch gar nicht funktioniert, das ist totaler, also in eurem Setup hat das nicht funktioniert, lasst uns bitte drüber sprechen, das finde ich total interessant. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal, dass Leute zu mir kamen und meinten so, ja, das hat bei uns in unserer Architektur hat das nicht reingepasst. Das hat irgendwie Probleme verursacht, das hat nicht funktioniert und wir haben das durch eine andere Lösung ersetzt. Finde ich total spannend, in die Diskussion einzusteigen. Also seid irgendwie nicht gekränkt, dass ich das so zeige, was bei uns gut funktioniert hat. Lass uns drüber reden, was irgendwie
was bei euch nicht funktioniert hat. Und vielleicht hat es bei uns nicht funktioniert und bei euch dafür. Und keine Ahnung. Okay. Aber bevor wir, ich liebe diesen Teil, bevor wir über Container reden, lasst uns mal vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich weiß, Opa Unterstein erzählt vom Krieg. Aber bevor ich mit Containern angefangen habe, habe ich auch im DAX 30-Umfeld Projektgeschäft gemacht. Und dann irgendwann im Laufe des Projektes kam es zu dem Punkt, was für Hardware nehmen wir für unsere Datenbank? Der Erste lacht schon, ich habe noch gar nichts erzählt. Und ein übliches Pattern, es ist schon ein paar Jahre her, vielleicht hat sich das mittlerweile geändert, ich lasse mich da gerne ins Besseren belehren, aber eine übliche Strategie war, ja, wir nehmen die teuerste Hardware, die wir für Geld auf dieser Erde kaufen können, hoffen, dass sie nie kaputt gehen und kaufen den teuersten Supportplan noch obendrauf. Okay. Und dieses Konzept wollen wir mal Beefy Server nennen. Ne? Also richtig viel Kraft dahinter, richtig gutes Stück Hardware. Und das haben wir dann installiert. So, dann ist dann jemand hergegangen, hat eine Datenbank installiert, hat die Datenbank konfiguriert, hat dann noch einen zweiten Beefy Server über Passierschein A38 bestellt und hat da seine Anwendung drauf installiert und hat die dann zu seiner Datenbank verbunden. Okay, alles cool. Wir haben trotzdem uns irgendwie immer durchgerungen, Backups zu machen, auch wenn wir in dem sicheren Glauben waren, dass das Hardware ein Stück nie kaputt gehen wird. Und irgendwie haben wir sie immer gebraucht, weil irgendwann ist immer die Datenbank kaputt gegangen oder war nicht erreichbar oder hatte andere Probleme. Okay, und dann ist er wieder hingegangen, hat den Beefy Server geholt, Dings installiert, konfiguriert. Ich glaube, ihr kriegt den Punkt. Aber wahrscheinlich hattet ihr keine Neo. Wahrscheinlich sah das irgendwie so aus oder so. Und vielleicht macht das auch total Sinn. Vielleicht sehen eure Daten genauso aus, wie eine relationale Datenbank aussieht. Und das ist super. Vielleicht sehen sie aber nicht so aus. Vielleicht nochmal ganz kurz einen Quick-Poll zwischendurch. Wer hat schon mal einen Key-Value-Mapper auf eine relationale Datenbank drauf implementiert? Ah, dieses verlegene Zögern, nicht der Erste zu sein. Ich habe das auch schon gemacht. Okay, aber fast forward 2019. Was passiert denn, wenn meine Daten einfach eine andere Form haben wie Excel? Ganz plakativ gesprochen. Relationale Datenbanken sind super, die haben für viele, viele Einsatzzwecke, sind das die beste Wahl, für manche jedoch nicht. Und was ist, wenn die einfach anders aussehen? Und das Schöne ist, wir haben heute die Wahl, die Datenbanken so auszuwählen, dass sie zu meinen Daten passen. Nicht, also wenn ich jetzt irgendwie hochvernetzte Daten habe und gerne traversieren möchte, sehr einfach auf diesen Daten, dann nehme ich vielleicht einen Graph. Und ich würde Neo nehmen, weil ich die Datenbank sehr gerne mag. Vielleicht nimmt wer anders eine andere Graph-Datenbank, wer weiß. Vielleicht haben wir aber irgendwie eine Anwendung, die zusätzlich Stammdaten halten möchte. Üblicher Use Case, wir wollen Stammdaten halten, dann nehmen wir vielleicht noch eine relationale Datenbank dazu, vielleicht eine SQL-Datenbank, wie MySQL. Wir möchten gerne eine richtig gute Volltextsuche haben. Da würde sich Elasticsearch anbieten. Vielleicht wollen wir noch unsere Zeitseriendaten wie Monitoring-Events in so eine Datenbank wie Prometheus reintun. Vielleicht finden wir noch irgendwie so einen Use Case für Cassandra, weiß nicht. Nicht, dass jetzt Cassandra diskreditieren wollen würde. Aber vielleicht finden wir einen Use Case, wo wir ganz viele Daten speichern wollen und das irgendwie mit SQL nicht gut funktioniert, mit Neo nicht gut funktioniert, dann nehmen wir halt Cassandra. So, dann haben wir 5 Datenbanken. Stellt euch mal vor eurem inneren Auge vor, ihr geht jetzt zu, wo auch immer ihr hingeht, um Server zu kriegen und sagt, so, ich würde gerne jetzt in unsere Produktion Neo4j reintun, ich würde MySQL reintun, ich würde gerne Elasticsearch reintun, Prometheus und Cassandra. Dann wird er sagen, alles klar, dann gibt es halt mehr Beefy Server. Aber das ist auch nur der halbe Schritt, nicht? Also ich bin jetzt nicht mit 5 dabei, nicht? Ich brauche eigentlich für jedes ein Cluster. Also 15, nicht? Das wird sehr schnell sehr teuer. Zum Glück kam aber so 2014 eine Firma um die Ecke, die ein Konzept von Containern eingeführt hat. Und das ist super. Also Docker hat da einen großartigen Job gemacht, Awareness zu schaffen, dass man vielleicht kein riesiges Stück Blech braucht, um seine Anwendung zu betreiben, und man keine 48 CPUs und 120 GB Arbeitsspeicher braucht, sondern dass man das vielleicht auch kleiner hacken kann, wenn man in der Lage ist, öfter Container zu starten und mehr davon. Okay, alles klar. Docker Run, Neo4j. Können wir zum Grillen gehen, nicht?
Wie lange sind wir dabei? 7 Minuten. Perfekt. Fast. Also auch ein Tweet, der ist schon uralt, also Februar 2016, schon 3 Jahre. Aber er ist immer noch so wahr. Das beschreibt die Lernkurve von Docker in Dev und Prod. Das ist großartig. Nicht? Also hier unten haben wir immer noch Docker, das ist irgendwie gleich. Aber die ganze Latte kommt noch drauf. Ne, wir brauchen sowas wie Kubernetes oder Mesos. Wir haben Networking, Monitoring. Wir haben Konfigurationsmanagement. Wir haben sowas wie Peer Discovery oder halt Service Discovery, wie wir das heute nennen. Und Security. Und noch viele, viele Sachen, die da noch nicht drauf sind. Über ein paar Sachen wollen wir heute sprechen. Vor allem über den Storage-Part, den ich irgendwie hier gar nicht finde gerade. Anyways, wir wollen auch viel über Speicher sprechen. Und jetzt könntet ihr sagen, im DevOps-Meeting, ihr seid, glaube ich, sehr qualifiziert, diese Frage zu stellen. Ja, hang on, wir haben das doch alles für Microservices auch schon mal gemacht. Klar, haben wir. Schauen wir uns das mal an. Wir haben jetzt hier 3 Beefy-Server, ganz viele Container. Diese roten Dinger sollen immer Container sein. Und wir haben hier einen bunten Zoo an Anwendungen. Und wenn jetzt Python, Zufall, dass Python jetzt gerade kaputt geht, wenn das Ding kaputt geht, ja, so what, dann starte ich ihn halt irgendwo anders neu. Das geht auch total easy, weil üblicherweise diese Microservices-Ebene keine geschäfts- oder unternehmenskritischen Daten beinhalten. Klar, die haben irgendwie Logs oder so, muss man sich separat drum kümmern, aber da ist jetzt keine unternehmenskritische Information in diesem Container enthalten. Cool, ich habe keine Daten, alles fein, kann sofort neu starten. Aber das ist ja genau das Gegenteil von einer Datenbank, nicht? Also eine Datenbank hält ja Daten. Und das Letzte, was man machen möchte, ist Daten zu verlieren. Also, wie gesagt, Fehlerszenarien, wir gehen von sehr trivialen Sachen zu Clustern und komplexeren Sachen. In Docker habe ich ja die Möglichkeit, Datenvolumen aus meinem Container rauszumounten. Wenn wir das aber nicht machen, nicht? Also die Daten sind immer im Container drin und warum auch immer geht mein Container kaputt, der beendet sich, der terminiert. Es reicht ja, wenn der Datenbankprozess, der Neo-Prozess terminiert wird, weil er eine Exception wirft, das ist Neo4j in Java geschrieben. Der würde natürlich nicht runterfahren, wenn er eine Exception fliegt. Das ist alles total toll gebaut. das ist genau, ist Java. Was soll da passieren? Oder ich einfach den Container runterfahren, wenn ich ein Update mache. Ne? Also ich habe eine geplante Downtime, möchte ihn neu starten. So, dann sind die Daten aber verloren, wenn ich das Data Volume nicht rausmounte. Okay, boom, habe ich Daten verloren. Ich kann die Daten aber auch rausmounten. Ich habe noch eine Reihe von weiteren Vorteilen, wenn ich mein Volumen aus meinem Container rausmounte, da werden wir nachher nochmal drüber reden. Aber wenn jetzt der Container terminiert wird, sei es jetzt beabsichtigt oder nicht, kann ich einfach einen neuen Container starten, der benutzt die Daten weiter, muss vielleicht noch ein paar Transaktionen applizieren, wenn er halt hochfährt, weil er vielleicht der Container es nicht mehr geschafft hat, diese Transaktion zu applizieren, aber ist erstmal soweit wieder einsatzfähig. Anders sieht es aber aus, wenn jetzt der ganze Beefy-Server abraucht. Dann habe ich auch wieder meine Daten verloren. Okay. Genug. Das ist so die nächste initiale Reaktion. Wir nehmen jetzt Remote Storage. Wir nehmen irgendwie sowas wie NAS oder SAN und haben dann halt unsere Daten auf einem replizierten Cluster irgendwo anders. Das heißt, ich connecte übers Netzwerk da drauf. Heutzutage, wenn wir über Kubernetes reden oder andere Container Orchestrator, dann gibt es zunehmend Produkte, die so einen verteilten Storage Layer in euer Cluster hineinbringen. Das heißt, der Container würde denken, er würde lokal mit den Daten arbeiten, beziehungsweise durch Kubernetes ist das eh alles abstrahiert, aber die Daten würden lokal liegen. Aber es gibt noch Replikationen innerhalb eures Clusters. Also es ist kein dediziertes Cluster, sondern es ist halt so eine Storage-Schicht, die halt in dem Cluster verteilt ist. Aber lass uns mal bei jetzt dieser Veranschaulichung bleiben, weil das so schön ist, wenn es da hinten einfach abbrennt gleich. Ne? Also es ist egal, ob das brennt, so die Daten sind immer noch hier drüben und sicher, oder wenn der ganze Knoten brennt, sind die Daten auch noch sicher. Ihr habt natürlich den großen Nachteil, also das Positive ist erstmal, klar, Daten haben wir behalten, alles super. Der Nachteil ist aber, dass wenn euer Datenbank-Container nicht mehr läuft, ist die Datenbank halt nicht verfügbar. Und da die Datenbank der letzte Konsument in so einer Anwendung ist, also eine Datenbank hat eigentlich keine Konsumenten, ist ja nur Bereitsteller, dann sind alle Konsumenten der Datenbank halt auch betroffen. Ne, Java-Services oder Python-Services oder Go-Services, was auch immer,
die können gerade keine Daten verarbeiten, weil die Datenbank nicht da ist. Heißt, die Daten werden nicht, es gibt keine Datenkorruption, es gehen keine Daten verloren, aber eure Gesamtanwendung könnte unter Umständen darunter leiden und halt auch eine Downtime erfahren. Okay. Kurzes Wrap-up über Volumes. Ihr tut euch einen großen Gefallen, wenn ihr niemals wichtige Daten innerhalb vom Container schreibt. Und wenn ihr in Kubernetes-Land seid, gibt es so ein Konzept, das heißt Host-Path-Volumes. Und das besagt, ich hätte gerne mein Volume innerhalb meines Containers auf ein fest hardcodiertes Volume, also fest hardcodierten Ordner außerhalb des Containers gemappt. Das funktioniert erstmal. Das heißt, wenn der Container beendet wird, dann kann er neu gestartet werden. Aber Kubernetes wird den immer nur auf dem gleichen Knoten wieder neu starten und halt nicht ihn transferieren, wenn dieser Knoten nie wiederkommt. Das ist blöd. Was aber in Kubernetes eingeführt war, das Konzept, das heißt Local Persistent Volumes. Und das ist ein bisschen ähnlich. Das heißt, ihr kriegt wieder auf der lokalen Disk, kriegt ihr ein bisschen Platz, das wird gelabelt, das bekommt einen Namen. Und Kubernetes würde versuchen, im Falle von der Terminierung von dem Container, den auf dem gleichen Knoten wieder neu zu starten, mit den gleichen Daten. Wenn dies aber nicht möglich ist, nach 5, 10, was auch immer Minuten, würde Kubernetes den woanders neu starten. Und gerade wenn man halt über Cluster nachdenkt, also Datenbank-Cluster, ist das ein super Feature, um halt Replikationen innerhalb des Clusters zu vermeiden, wenn man den Knoten mal offline nimmt oder so. Remote Storage zu verwenden ist meistens super easy. Ne, ich denke mal irgendwie an Amazon oder Google, sagt ihr ja, okay, ihr wollt jetzt einen Satz von EBS oder Google Persistent Disk haben und bekommt einfach das reingemountet. Also für den Konsumenten sieht das genauso aus wie eine normale Festplatte. Die ist halt nur irgendwo in dem Server-Rack einen Slot tiefer. Und das Angebot ist halt riesig. Ist egal, zu welchem Cloud-Provider ihr geht, ihr werdet immer diese drei typischen Speicheroptionen zu Gesicht bekommen. Und wir werden nachher noch uns einen Vergleich, einen Performance-Vergleich anschauen. Und ich würde sagen, wenn ihr jetzt kein High-Frequency-Trading macht und ihr akzeptieren könnt, dass die Datenbank mal offline geht für eine kurze Zeit, ist es mit Remote Storage wahrscheinlich gar keine schlechte Idee zu starten, weil der Performance-Impact nicht so riesig ist, wie man denken möchte. Oder zumindest nicht für alle Datenbanken. Aber vielleicht seid ihr in Kubernetes-Land und ihr wollt euch so eine abgefahrene Distributed Storage, also so eine verteilte Speicherschicht anschauen. Ceph gibt es, glaube ich, schon sehr lange. Die machen genau sowas. Portworx ist kommerziell, weiß ich nicht, ob die Open-Source-Version haben. Und StorageOS, die machen genau sowas. Und das Coole bei denen Sachen ist, die replizieren nicht nur innerhalb des Clusters, sondern da kann man dann auch noch konfigurieren, dass das dann zu EBS geht oder dann halt Snapshots zu S3 geladen werden oder was der Geier. Also das sind coole Sachen, mit denen man alles das noch erweitern kann, wenn man möchte. Okay. Die drei Arten, die drei typischen Vertreter von Remote Storage sind einmal Block, File und Object Store. So die ersten beiden, also das sind eigentlich alles Sachen, die man in der Ops-Welt schon ewig kennt. SAN, NAS und schlag mich bitte nicht, aber vielleicht sowas ähnliches wie so ein FTP-Server. Ich meine, ist ja nichts anderes. Ne? Bei Block Storage hat man immer gleiche Blöcke. Man hat dann irgendwie einen Treiber, der das sehr, sehr effizient für einen verwaltet. Und Vertreter werden halt sowas wie EBS oder Google Persistent Disk. Und dadurch, dass man also auf der Storage-Block-Ebene kein Dateisystem hat, sondern das halt oben drüber irgendwo passiert, ist es sehr, sehr effizient im Vergleich zu File-Storage. Deswegen wird es sehr gerne mit Datenbanken verwendet, weil es eben schneller ist als File-Stores. Bei File-Stores ist es so, man bekommt ein verteiltes Dateisystem. Der Client sieht ein echtes Dateisystem, meistens POSIX-kompatibel. Der hat dann Benutzerrechte, der hat dann Read- und Write-Rechte, oder Executable-Rechte, die ihm zugesprochen werden. Ist also ein bisschen langsamer. Dafür ist es halt für ihn wie ein echtes Dateisystem. Habe ich jetzt in der Verwendung im Zusammenhang mit Datenbanken nicht so häufig gesehen.
Und der dritte Vertreter ist so der Object Store. Ne, ich kann was hochladen, ich kann was wieder runterladen. Modifikationen passieren eigentlich nicht auf dem Server, sondern irgendwo auf dem Client. Und das ist so der ideale Ort, um Backups hinzulegen. Ne, so S3 oder Google Storage, das ist sehr, sehr günstig, Daten für sehr lange Zeit dort zu speichern, aber halt so der langsamste Kandidat von diesem Remote Storage. Okay. Aber jetzt könnte sich der geübte Datenbankbetreiber fragen, was passiert denn eigentlich, wenn meine Datenbank schon selber repliziert ist? Nicht? Also brauche ich so ein verteiltes Dateisystem, wenn ich Datenbankcluster habe? Also schauen wir uns mal die Cluster an. Neo4j implementiert Raft. Das heißt, die Cluster-Technologie besagt, dass jeder Knoten mehr oder weniger alle Daten hält. Und ein Commit, also ein schreibender Zugriff, von der Mehrheit der Knoten im Cluster bestätigt werden muss, bevor der Client diese als committed bekommt. Also Cluster von 3 Knoten. Und es gibt ein Leader-Follower-Prinzip, das heißt, es kann nur zu einem geschrieben werden und der kümmert sich um die Orchestrierung, wo die das repliziert wird. Das heißt, wenn man dann erste Leader und er bekommt jetzt einen Schreibzugriff, er sendet die Requests zu den anderen beiden. Und sofern halt einer der anderen gesagt hat, jawohl, habe ich auch committed, würde der halt dem Client zurückgeben, jawohl, die Transaktion ist committed. Weil dann er hat committed gesagt und er hat committed gesagt, die Mehrheit von 3 sind 2. Das heißt, das würde funktionieren. Es gibt andere Cluster-Technologien, Elasticsearch zum Beispiel, das funktioniert ein bisschen anders. Da werden dann Partitionen anders im Cluster verteilt. Da gibt es nicht dieses Leader-Follower-Prinzip. Da ist es ein bisschen anders. Aber hier wäre es kein Problem, ne? Wenn der Container nur brennt, wir haben ja hier diese Local Disk, könnte ich einfach einen neuen Container starten. Der würde hier rüber die Daten wiederverwenden. Und dann passiert ein sehr interessanter Punkt aus Sicht der Datenbank. Also für den Operator, also für den menschlichen oder Maschinenoperator ist es eher unspannend. Aber was hier passiert, wenn er Daten wiederverwendet, wieder dem Cluster joint, sei es jetzt, weil der terminiert ist oder weil ein Update gemacht hat, dann würde der Knoten sich ja beim Cluster anmelden und sagen, hey, ich will wieder mit euch spielen. Ich habe übrigens schon ein paar Daten. Würde dann irgendwie seine letzte Transaktion mitschicken und die würden ihn dann halt wieder up-to-date bringen mit den Transaktionen, die während seiner Abwesenheit passiert sind. Das heißt, ich kann Daten wiederverwenden und ich würde so eine Cluster-Replikation vermeiden. Ne? Wenn ich jetzt in dem Fall hingehe und sage, okay, der ganze Knoten fällt aus, ist es kein Problem. Ne? Die Mehrheit von dem Cluster ist ja noch da. Das heißt, ich könnte noch schreibende Zugriffe entgegennehmen und verarbeiten. Könnte mir dann irgendwann später wieder einen neuen Knoten herholen oder halt einen bestehenden Knoten nehmen und da meinen Container drauf starten und den Knoten, also den Container, dem Cluster beitreten lassen. Und da würde jetzt aber Druck auf das Cluster ausgeübt werden, weil die beiden anderen Knoten in diesem Raft-Cluster ja die Daten wieder auf diesen Knoten bringen müssten. Das heißt, die müssten halt diese volle Replikation machen und alle Daten in der Datenbank halt auf diesen neuen Knoten rüberschaufeln. Und das kann man halt vermeiden, wenn man sagt, okay, ich nehme diese Local Persistent Volumes, deswegen werden die so gerne mit Clustern benutzt. Dann kann man halt diese Daten wiederverwenden und spart sich halt diese Last auf dem Cluster. Okay, wir haben Speicher gerettet. Cool. Kurzes Wrap-up. Die negativen Punkte von Clustern sind, es gibt mehr Server. Das heißt, sie sind teurer im Unterhalt. Da es jetzt 3 statt einer Komponente sind, können es auf mindestens 20 neue Wege kaputt gehen. Also sie neigen dazu, mehr Aufmerksamkeit während dem Betrieb zu generieren. Ich habe generell auch einen höheren Konfigurationsaufwand mit Clustern. Und Schreibzugriffe werden langsamer. Ne? Also wir hatten gesagt, ich schreibe zu dem Leader, der muss das erst den anderen zeigen und kann dem Client erst das Commit geben, wenn er halt die Mehrheit committed zurückbekommen hat. Muss man messen, ob das für einen ausreicht von der Performance. Auf der Haben-Seite ist, ich bin fehlertolerant. Also wenn jetzt ein Container oder ein Knoten wegbricht, kann mein Cluster immer noch schreiben. Das ist nicht so wie bei Remote Storage, wenn meine Datenbank wegbricht, dass ich nicht mehr schreiben und nicht mehr lesen kann. Nein, ich kann noch schreiben, wenn einer wegbricht. Bei Raft ist es sogar so, wenn ein Knoten alleine ist, also 2 Knoten sind weggefallen,
könnte man ja in dieses Szenario kommen, oh, ich habe ein Split-Brain-Szenario, das heißt, ich könnte zwei Untercluster bilden. Geht hier nicht, weil der Leader muss, also der Leader muss gewählt werden, er muss von der Mehrheit bestimmt werden und von 3 zu 1 wird das Clusterteil, wo noch zwei überleben, wahrscheinlich dann wieder schreibend tätig werden. Aber der Abgeschollene, sofern er nicht irgendwie neu gestartet wird, könnte noch lesende Zugriffe beantworten. Das heißt, auch wenn ihr in einem RAF-Cluster zwei Knoten abschießt, könnt ihr zumindest noch lesen. Das hat auch einen negativen Aspekt. Warum der noch da bleibt, da kommen wir später, wenn wir so ein bisschen über so Kriegsgeschichten aus der Produktion reden. Ich kann damit so Sachen Zero-Downtime-Updates machen. Ne? Ich kann immer einen Knoten runternehmen, den updaten, wieder neu joinen lassen. Diese Cluster neigen dazu, also voll replizierte Cluster neigen dazu, dass sie schneller lesend antworten können, weil die Treiber Anfragen verteilen. Also wenn man jetzt einen Client hat, würde der Client schon hergehen und Anfragen verteilen. Das heißt, wenn man viele rechenintensive Anfragen hat, könnte man mit einem Cluster unter Umständen sogar eine bessere Read-Performance erzielen. Okay. Genug von Clustern. Lass uns das kurz nochmal zusammenfassen. Single Instance Local Storage. Ich meine, ist euch überlassen. Ich würde es nicht tun. Single Instance Remote Storage. Wie gesagt, es geht sehr, sehr einfach, das aufzusetzen. Es ist fehlertolerant, weil eure Daten gehen nicht verloren. Aber ihr werdet eine Downtime erfahren, wenn ihr Updates macht und wenn ihr einen Fehler habt. Clusters sind der Setup-Prozess, also das Installieren ist aufwendig, es braucht mehr Ops-Aufmerksamkeit und so weiter. Dafür ist es auch fehlertolerant. Ihr werdet auch keine Daten verlieren, außer alle drei Knoten fallen aus. Und ihr habt in der Regel keine Downtime, wenn ihr Updates oder Fehler macht. Oder wenn Fehler passieren, nicht wenn ihr Fehler macht. Okay. Aber denkt dran, jede Datenbank ist unterschiedlich. So eine Graph-Datenbank neigt in den meisten Fällen dazu, dass es sehr, sehr viele Reads gibt. Also ein Graph wird viel, viel öfter gelesen oder traversiert, als dass er geschrieben wird. Das heißt, für einen Graph ist es jetzt nicht so missionskritisch, wenn er auf einmal einen verteilten Speicher hat. Weil das nicht so häufig passiert, weil Graphen meistens so betrieben werden, dass sie so sehr viel Arbeitsspeicher haben und die gesamte Datenbank in Memory halten. Weil ein Graph auch meistens nur eine extrahierte Form von den Gesamtdaten ist und vieles aus Memory beantwortet werden kann und schreibend halt dann nicht den großen Impact hat. Wenn man sich Cassandra anschaut, bei Cassandra ist es so, dass bei Cassandra ganz viele Random Reads passieren, weil üblicherweise die Daten in der Cassandra so groß sind, dass sie nicht in den Arbeitsspeicher passen. Wenn ich jetzt aber Random Read Network Traffic dazwischen habe, dann ist das sehr schlecht. Also Cassandra ist sowohl lesen wie auch schreiben sehr empfindlich, was den Speicher betrifft. Ne? Das heißt, für Neo kann man sagen, Remote Storage ist wahrscheinlich verkraftbar. Für sowas wie Cassandra oder andere Datenbanken, die auf schnelle Speicher angewiesen sind, hat es einen sehr, 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 sehr großen Impact. Okay. Aber noch nie über Backups geredet. Brauche ich überhaupt Backups? Okay, wie oft macht ihr Backups? Nochmal so einen kurzen Stretch nach guter Hälfte. Macht ihr öfter als einmal die Woche Backups von eurer Datenbank? Und wer nicht, warum? mehr als einmal am Tag. Mehr als zweimal am Tag. Mehr als einmal die Stunde. Es gibt so zwei Wackelvertreter, die sich immer noch die Hände strecken. Weil das ist genau der Trade-off, den man machen muss. Also wie oft man Backups laufen lässt, ist ja im Endeffekt nur ein Trade-off. Wie viel Last, also ein Backup zu erstellen, erzeugt immer Last auf der Datenbank. Weil je nachdem, was man für ein Backup macht, halt ganz viele Daten hin und her geschaufelt werden müssen. Na, also der Trade-off, wie viel Last möchte ich auf mein Cluster geben, zu wie sicher oder wie gut möchte ich schlafen. Und in dem Fall ist es, ich habe hier meine Datenbank und ich mache ein Backup und fühle mich ganz gut. Und dann kommt eine ganz wichtige Transaktion, in dem Fall die 1 Million Dollar Transaktion, die für uns total wichtig ist und ich kann immer noch gut schlafen, weil ich weiß, da hinten ist ein Backup gescheduled. Ja, aber was passiert, wenn das Ding jetzt kaputt geht? Gut, klar. Wir haben Cluster, geht erstmal nichts kaputt
oder wir haben Remote Storage, geht auch erstmal nichts kaputt. Und vielleicht, also wenn man über Backups redet, gibt es grob zwei unterschiedliche Arten. Einmal ein Full Backup, also es werden alle Daten irgendwie rübergeschaufelt. Das ist immer sehr, sehr teuer. Und das macht man häufig auch nicht jede Stunde. Oder es gibt Systeme, die kann man nicht backupen. Ne? Versuch mal ein Backup von Google zu machen. Und es gibt inkrementelle Backups. Inkrementelle Backups, die brauchen dann wieder Zustand. Da hat der Backup, der Server, der das Backup durchführt, einen Zustand und weiß, bis zu welcher Transaktions-ID er das letzte Mal ein Backup gemacht hat. Und dann würde er genau mit diesem Wissen wieder zur Datenbank gehen und sagen, hey, ich möchte jetzt ein Backup durchführen, aber ich möchte gerne nur die Transaktionen seit dieser ID haben. Und das ist in der Regel sehr, sehr günstig. Also bei Graphen sowieso, weil wir haben gelernt, Graphen werden in den meisten Fällen ganz, ganz häufig gelesen und ganz selten geschrieben. Das heißt, für uns ist es meistens halt ein No-Op. Also wir machen ein Backup, kriegen zurück, ja, gibt nichts für dich heute. Aber das ist auch wieder ein Punkt, den man beachten muss. Wie verhält sich meine Datenbank? Habe ich ganz, ganz viele Schreibzugriffe? Möchte ich die vielleicht frequenter sichern? Möchte ich die vielleicht inkrementell sichern? Also auch relationelle Datenbanken und alle bieten diesen Weg an. Meistens ist das dann so ein Enterprise-Feature. Muss man gucken, wie man das verarbeitet. Aber das würde ich immer als gute Option sehen. Okay. Lass uns noch ein bisschen mehr abnörden, als wir es eh schon machen. Wisst ihr die Docker-Version, die ihr laufen habt? Oder die Kubernetes-Version, die ihr betreibt? So grob. Aktualisiert ihr auch regelmäßig? Wisst ihr, was für einen Storage-Treiber ihr benutzt? Ja? Okay. Ich habe mir darüber lange Zeit keine Gedanken gemacht. Und dann muss man wissen, Docker arbeitet in einem Layered-File-System. Das heißt, immer wenn ich eine schreibende Operation in meinem Dateisystem mache, wird eine neue Layer erstellt und der hat die Differenz von vorher zu hinterher. Und diese Differenz bekommt so ein Hash, hat dann Metainformationen, was war das der Parent Layer, was ist die Differenz, was ist die Änderung und die wird dann hochgeladen. Das hat eine Reihe von großartigen Vorteilen. Der erste große Vorteil ist, ich kann das cachen. Und wenn ich jetzt meine Anwendung ausrolle und irgendwie ein ganz fettes Image habe, was alle meine Anwendungen beinhalten, kann ich alles, was teuer ist, was viel Platz braucht, da reinlegen. Also viel Platz im Sinne von Netzwerktransfer. Und dann meine eigentliche Anwendung, die vielleicht nur ein kleines Jar-File ist oder ein kleines Set von Python, kann ich das dann oben drauflegen. So. Das hat aber, also gerade das Caching, okay, fange ich an mit der lustigen Geschichte. Das hatten wir auch. Wir haben vorher lange Zeit Overlay 1 benutzt, weil das Default war, was in dem GKI, also in dem Managed Kubernetes, was wir benutzt haben, halt dabei war. Und man das auch nicht irgendwie sinnvollerweise ohne viel Aufwand automatisiert umkonfigurieren konnte. Und dann haben wir manchmal gesehen, wenn wir Deployments gemacht haben, dass dann irgendwie alle Container von einem Knoten gemeldet haben, boah, ich kann kein Python finden. Oder, boah, ich kann kein Java finden. Oder was auch immer, ich kann kein Curl finden. Alle von dem gleichen Knoten. Und dann haben wir reingebuggt und sind dann da, wo die Layer abgespeichert werden, ist jetzt im Endeffekt nichts anderes als ein Tarball, haben wir gesehen, dass dann der Layer, wo dann wahrscheinlich Python oder Go oder was auch immer drin war, der war halt 0 Kilobyte groß. Ja, blöd. Wir wissen auch nicht genau, was letztendlich das Problem war. Wir wissen, dass Overlay 2 es gelöst hat. Also wahrscheinlich war es irgendwie ein Caching, ob das jetzt in der Google Image Registry war oder irgendwo irgendjemand anders, der diesen HTTP-GET gecached hat mit einem leeren Tarball. Wir wissen es nicht. Aber da passieren ganz lustige Geschichten. Anderer lustiger Vergleich, wir hatten gemerkt, dass unsere Deployments mit Overlay 1 relativ lange dauern. Und wir hatten zu der Zeit auch zugegebenermaßen relativ große Images, zum Teil. Und so 1,2 Gigabyte zu pullen aus der Google Image Registry auf meinen MacBook hat so 2,5 Minuten gedauert. Und man kann das ändern. Also es gibt einen Config-Parameter für Docker, den kann man ändern, den kann man mit Docker-Info sich auch anzeigen lassen, was für einen Storage-Treiber man benutzt.
Und nur die Tatsache, dass ich quasi einen Buchstaben geändert habe, nicht? Eins auf zwei, hat das Ganze halt irgendwie auf eine Minute runtergedampft. Aber das ist halt großartig. Es gibt, das kam defaultmäßig irgendwie bei Docker 1.13 und GKE 1.9, also ist schon ein Jahr, glaube ich, da. Also wenn man im letzten Jahr ein Update gemacht hat, sollte man eigentlich kein Problem haben. Aber das war so der erste Punkt, wo ich gedacht habe, so, da passieren ja lustige Dinge. Könnt ihr mal machen. Docker Info, da steht dann Storage Treiber. Es gibt auch noch andere. Es gibt nicht nur Overlay, es gibt AUFS, es gibt VFS. Wenn da bei euch steht VFS, würde ich vielleicht mal drüber nachdenken, das zu ändern, weil VFS ist so der Treiber, der benutzt wird, wenn gar nichts anderes verfügbar ist. Also da sind keine, da werden keine fancy Kernel-Features benutzt. Das ist relativ, es ist nicht platzsparend, es ist auch nicht effizient, es ist sehr, sehr langsam. Ich habe jetzt neulich einen Artikel gelesen, wo jemand das in seinem CI hatte. Und die haben geklagt über 2 Stunden Länge Integration-Tests. Haben sie das von AUFS nach, weiß ich nicht, von VFS nach Overlay 2 geändert und sie hatten irgendwie noch 15 Minuten oder so. Und naja. Also, ich möchte nur Awareness schaffen. Man muss sich vielleicht um seinen Storage-Treiber kümmern. Wenn man halt Sachen pullen möchte oder wenn man innerhalb von Containern schreibt. Wenn man Volumes mountet, wird kein Storage-Treiber benutzt, sondern es geht über einen Volume-Treiber. Also da gibt es nicht so viel Overhead. Also im Endeffekt spricht man relativ direkt mit dem Speichermedium, was drunter liegt. Außer man benutzt dann EBS oder weiß der Geier, dann ist unter dem Filesystem noch ein ganzer Eisberg von anderen Sachen versteckt. Vergleich von Clustern zu Remote Storage von Neo. Die relativen Zahlen sind eigentlich voll Wurst. Also es geht irgendwie so von 10 bis 16 Minuten. Lass uns das mal ausblenden. Und ja, ich weiß, ich sollte diesen Benchmark wirklich mal polieren und veröffentlichen. Wenn ihr nachher genug Druck beim Grillen ausübt, steigt meine Motivation dafür. Was ich gemacht habe. Ich glaube, es waren 600 schreibende Zugriffe, irgendwie sowas in dem Sinn. Einzelne Queries, also eigene Anfragen, einzelne Transaktionen. Ich habe verglichen, das Data Volume, also bei Neo ist ja einfach das Slash Data, defaultmäßig, wo Daten hingeschrieben werden, habe ich einmal innerhalb des Containers gemacht. Das heißt, ich habe Overlay 2 benutzt. Es wäre sicher auch spannend, Overlay 1 zu benutzen. Habe ich jetzt nicht gemacht, können wir nachher laufen lassen. Also einmal Overlay 2, das Datenvolumen rausgemountet. Also so trivial das auch klingt. Ich habe das einfach rausgemountet und sehe, ich bin irgendwie 20% brauche ich weniger Zeit, um diese Transaktionen zu beenden. Einfach, weil ich dieses geleerte Dateisystem nicht dazwischen habe. Wo man eigentlich auch denken sollte, ja, das ist ja, das mit den Layern, das ist ja auch eigentlich gar kein Problem. Das brauche ich eigentlich nur, wenn ich einen Commit mache und mein Dateisystem wieder so einen neuen Tarball erzeuge. Aber es hat trotzdem Auswirkungen auf das Schreibverhalten der Datenbank. Dann habe ich das Single Instance mit EBS benutzt. Ich habe versucht, sie ungefähr gleich zu halten von den Ressourcenverbräuchen. Also die drei liefen auf der gleiche Art EC2-Instance, also wohl der, wie auch EBS. Clustered lief halt bei Google. Ich habe versucht, gleich große Knoten zu nehmen, dass sie halt gleiches Memory, gleiches CPU hatten. Ist aber nicht hundertprozentig repräsentativ. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. EBS, Einbuße war nicht so krass, wie ich es erwartet hatte. Also 15% langsamer als wenn ich das einfach im Container benutze. Das fand ich schon spektakulär. Also da haben die Leute von AWS einen guten, ja? Jetzt fragst du solche Sachen. Muss ich nachgucken, weiß ich nicht. Kann ich dir so nicht beantworten, aber kann ich für dich herausfinden. Ah, die Frage war, danke für das Schild, Christian. Die Frage war, welche Art von EBS wir da benutzt haben. Und meine Antwort war, keine Ahnung. Mein Ausblick ist, dass ich das nachher erzählen kann, wenn ich bei uns in das AWS-Dashboard reingeschaut habe. Okay. Und Clusters? Clusters war ein bisschen schneller als EBS. Das hatte ich erwartet. Nein, das hatte ich gehofft. Aber mich hat erstaunt, dass es so nah an dem dran war, an dem Data Inside Containers. Es hat mich erstaunt. Es hat mich insofern erstaunt, weil natürlich hier Netzwerk-Traffic dabei ist. Gut, es war ein Cluster bei Google gehostet, die standen relativ nah zusammen. Da waren aber zugegebenermaßen HA-Proxys.
Vielleicht waren zu der Zeit noch keine HA-Proxys dazwischen, weiß ich nicht. Aber es war Netzwerk-Traffic dabei. Netzwerk-Traffic ist eigentlich immer langsamer. Das heißt, ich bin sehr glücklich damit und hoffe, dass es, wenn ich das automatisiert habe, diesen Test immer noch so ist. Der Referenzwert ist eigentlich die 80%. Da hast du recht. Das war die Frage. Eigentlich dürfte ich, das ist kein repräsentativer Vergleich, also hier. Also ja, der Mathematiker würde sicherlich sehen, dass es nicht 25% langsamer ist, sondern eigentlich mehr als 25%. Aber ja, genau. Aber die Differenz zur Alternative ist natürlich immer noch kleiner. Also EBS als Alternative. Aber ja, klar. Das ist der Trade-off, in dem wir uns bewegen. Zwischen wie sicher und wie robust möchte ich meine Daten abspeichern zu was für eine Performance möchte ich erzielen. Wenn wir jetzt irgendwie eine Datenbank haben für High-Frequency-Trading, wo es auf Millisekunden ankommt, oder was häufig gemacht wird, mit Neo zum Beispiel, ist Betrugserkennung. Das halt irgendwie, also Neo kann man so Abfragen machen über Muster. Und wenn man Betrugserkennung macht, funktioniert das meistens über so Muster, die man erkennt. Ne? Also wenn man Kreditkartenbetrug hat, wird meistens halt versucht, ein kleiner Betrag zu bezahlen. Und wenn der durchgeht, dann werden halt in irgendeinem anderen Land ganz schnell ganz viele Buchungen gemacht, so viele, wie diese Karte zulässt. Und der Hintergrund ist, dass der Typ, der das probiert, ob die Karte noch nicht gesperrt ist, der geht dahin, kauft sich für 2 Euro ein Kaugummi, wenn das in Deutschland mit Kreditkarte gehen würde. Und wenn die Karte abgelehnt ist, bezahlt das halt bar aus der Tasche. So, das sind so die üblichen Betrugsmuster bei Kreditkarte. Das heißt, man kann irgendwie Muster formulieren, kleine Transaktionen in dem Land und dann ganz viele andere Transaktionen in dem anderen Land. Und das muss aber sehr schnell geschehen, weil die Leute, wenn du online bezahlst, hast du keine Minute Zeit als Kreditkarteninstitut zu sagen, ja, wir wissen noch nicht, ob die Anfrage jetzt Betrug ist. Ne? Also du musst auch schnell reagieren. Für solche Szenarien wird wahrscheinlich eine etwas andere Installation sein. Ne? Also du hast einen Satz von Datenbanken, die mit lokalem Speicher arbeiten, die sind wahrscheinlich nicht über ein Cluster verbunden und die erfahren vielleicht keine Schreibzugriffe, sondern arbeiten halt auf so einem Trainingsset oder irgendwie sowas. Also auch hier wieder, es hängt ganz davon ab, wie so deine Installation aussieht. Okay. Sind wir schon fertig? Ups. Fast. Wir haben noch 20 Minuten. Das ist großartig. Das heißt, hat jemand von euch den DCOS-Talk gesehen, den wir hier vor 2 Jahren gemacht haben? Großartig. Dann kennt ihr diese Slides noch gar nicht. Weil, wenn wir nämlich über Container in Produktion reden, müssen wir über Scheduling reden. Nicht? Also wo starte ich einen Container? Wann starte ich einen Container und was soll der können? Macht es Sinn, wenn ich ein Cluster betreibe, alle 3 Container auf einem Host zu starten? Nee. Hängt davon ab. Ja, da hast du vollkommen recht. In den meisten Fällen würde ich sagen, es ist eine blöde Idee, weil wenn der Knoten wegfällt, ist dein Cluster weg. Lustigerweise hatten wir bei einem Cloud-Anbieter das Phänomen, dass wir einen Knoten, also einen Host verloren haben, aber 2 Kubelets von uns weggefallen sind. Und das hat uns zum Nachdenken gebracht. Nicht? Also wenn wir jetzt sagen, okay, in Kubernetes kannst du das konfigurieren und in anderen Container-Orchestratoren kannst du es auch konfigurieren. Starte bitte meine Container, bitte nur einen pro Host. Aber da steht nicht, starte bitte einen auf einem physischen Blech oder auf einem auf einer VM. Das kannst du nicht konfigurieren. Wenn du aber dann halt, wenn du zu Google gehst oder zu Amazon, kannst du sagen, meine Kubelets, also meine Kubernetes-Hosts, sollen so und so viel Arbeit speichern, so und so viel CPU haben. Und dann wird Google oder Amazon so eine Art Meta-Orchestrierung machen und gucken, wo kann er diese Kubelets, diese virtuellen Maschinen denn sinnvoll hinpacken, damit nicht viele Ressourcen verschwendet werden. Wenn du aber 2 auf der gleichen Box hast, dann fallen ja halt 2 weg. Und da kannst du auch nichts gegen tun. Du kannst nicht zu Google sagen, hier, guck mal, ich hätte gerne ein Kubelet Hostname Unique Constraint oder so. Das geht nicht. Wir haben einfach die größtmögliche Größe genommen. Weil dann kannst du nicht 2 auf einmal auf ein Blech kriegen. Okay. Ja, also, wenn ihr wisst, wie das geht, ich wäre euch super dankbar, wenn ihr mir das sagen würdet. Aber wir haben es nicht gefunden. Okay.
Also ich muss entscheiden, wann starte ich einen Container, wie gehe ich mit Replikation um, wie verteile ich die, wie gehe ich im Fehlerfall um, Scheduling. Ich muss mir über Resource Management Gedanken machen. Ich muss mir Gedanken machen, wie viel CPU darf mein Container haben, wie viel Memory darf mein Container haben, wie viel Speicher darf der haben, welche IP-Adressen, welche Ports darf der haben. In dem Fall ist es natürlich maximal. Naja, es kommt darauf an, aber es ist nicht so günstig gelungen, nicht? Also dieser Container nimmt so ziemlich alles, alle Ressourcen von dem Host in Anspruch. Und ich muss mir über Service Management Gedanken machen. Also ich muss mir Gedanken machen über Service Discovery, also steuern meine Container alle so grob in die gleiche Richtung. Und finden die sich gegeneinander? Habe ich vielleicht Gruppen? Habe ich vielleicht Abhängigkeiten zwischen Containern? Also Sachen muss ich mir auch Gedanken machen. Und wenn ich über diese drei Bereiche spreche, dann rede ich über Container-Orchestrierung. Und wenn wir über Container-Orchestrierung reden, dann reden wir nicht über die Container, die irgendwie das meiste Lachen bei euch hervorgerufen haben, sondern wir reden eigentlich über genau die Sachen, die wir besprochen haben. Ne? Wir reden über Placement, Replication, Scaling, Upgrades. Upgrades in Datenbanken und Containern sind auch ein super Thema. Also man kann in Datenbanken im Endeffekt gleiche Deployments machen, wie für Stateless, also für seine normale Anwendung auch. Muss halt ein paar Dinge beachten. Ne? Also zwei Versionen müssen irgendwie kompatibel zueinander sein. Also es darf keine brechende Änderung im Store-Format geben. Aber ansonsten würde halt ein Rolling Upgrade oder ein Canary Upgrade genauso funktionieren wie für ein Stateless Service auch. Nur, dass man halt länger warten muss, bis die neuen Services einsatzbereit sind. Ne? Die brauchen halt dann eine Zeit länger, bis sie halt dem Cluster aufgeschlossen sind und halt alle Daten beinhalten. Resource Management haben wir, glaube ich, ausreichend diskutiert. CPU, Memory, Disk, Volumes und Ports. Service Management, so Sachen wie Service Discovery. Ne? Wie finde ich meine Pots in diesem Haufen von Knoten? Habe ich vielleicht Dependencies? Wenn man jetzt nur Datenbanken betreibt, ist das wahrscheinlich nicht so häufig der Fall. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte meine Gesamtanwendung ausrollen, möchte ich vielleicht eine Abhängigkeit definieren, dass irgendwie meine Java, Python Services erst gestartet werden, wenn meine Datenbank überhaupt in der Lage ist, schreibende oder lesende Zugriffe entgegenzunehmen. Und das Tolle ist, ihr habt die Wahl, was für ein Tool ihr nehmen möchtet. Ich würde mal eine gewagte Vermutung äußern, dass die meisten Leute Kubernetes benutzen. Ja? Keiner traut sich die Hand zu. Benutzt jemand DCOS oder Apache Mesos? Hä? Ja. Der Sepp? Ah ja. Ich habe mal an einem für Mesosphere, also die Firma hinter DCOS gearbeitet, deswegen da noch sehr viel Sentimentalität dahinter. Und es freut mich immer, wenn es Leute benutzen. Gibt es Leute, die Swarm benutzen? Auch seit vollem Trend. Also für das Recording es gab keine Nennung, keine Meldung. Nomad oder Ranger? Okay. Also also ohne dass ich jetzt irgendwie eine subjektive Meinung dazu hätte, das reflektiert relativ gut, was andere User Groups auch benutzen. Außer dass keiner DCOS benutzt. Das ist ein bisschen schade. Okay. Aber lass uns ein bisschen in Kubernetes reintauchen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Die Arten, die ich sehe, um so eine Datenbank in Kubernetes zu deployen, sind im Endeffekt diese drei großen. Entweder bring your own stateful set, also schreibt das YAML oder JSON selber. Da müsst ihr natürlich genau wissen, was ihr da macht. Genau, also noch schlimmer, als wenn ihr es auf dem Blech direkt betreiben wolltet. Weil ihr müsst nicht nur die Datenbank sehr gut kennen, die Konfigurationsoptionen eurer Datenbank, sondern ihr müsst auch Kubernetes sehr gut kennen. Und wenn ihr sowas macht, wie ihr habt die Datenbank erfordert, ein ganz spezielles Upgrade-Verfahren, um halt ohne Downtime irgendwie von einer Version auf die andere zu kommen, habt ihr sehr viele manuelle Interaktionen mit Kubernetes und der Datenbank. Ich habe Helmchart hingeschrieben, aber es ist im Endeffekt jede Templating-Technologie, die man benutzen möchte, könnte man stattdessen auch hinschreiben. Und im Endeffekt sind das nichts anderes als Templates von Konfigurationen, die von jemandem geschrieben wurde, der hoffentlich die Datenbank sehr, sehr gut kennt, nimmt aber eine Reihe von Annahmen,
die ihr halt da reinbringt. Und dann sagt man, okay, ich möchte jetzt gerne dieses Template installieren, Neo4j Cluster, und ich möchte gerne, dass jeder Datenbankcontainer 8 GB Arbeitsspeicher bekommt und so viel Disk. Und vielleicht kann man noch konfigurieren, dass er vielleicht Remote Disk benutzt oder vielleicht nicht, oder Local Persistent Disk und so weiter und so fort. Also das kann man dann definieren. Was hinten rausfällt, ist aber im Endeffekt meistens auch nur ein Stateful Set. Das ist schon mal gut, dass das rausfällt und dass das Cluster dann starten kann. Aber alles, was Betrieb betrifft, gibt es noch keine mitgelieferten Automatismen. Also es muss immer noch einen menschlichen Operator geben, der in bestimmten Szenarien eingreifen muss. Und genau deswegen hat sich so ein Pattern entwickelt, das ist das Operator-Pattern. Und das ist im Endeffekt nichts anderes, dass man versucht, diese menschliche Interaktion in bestimmten Fällen halt zu automatisieren in ein Programm. Und dieses Programm nennt man Operator. Weil das Programm irgendwo laufen muss, geht man üblicherweise hin und deployt es auch in Kubernetes. Also es ist irgendwo ein Prozess innerhalb von Kubernetes. Und dieser Prozess spricht mit der Kubernetes-API. Und das Schöne an Kubernetes bzw. etcd, also der Speicherschicht drunter, ist, man kann die Typen, die Kubernetes versteht, erweitern. Das heißt, man kann jetzt sagen, es gibt jetzt nicht nur Pods und Deployments und Replication Controller und Stateful Sets, sondern noch zum Beispiel Neo4j Clusters. Und in Neo4j Clusters definiere ich dann drin, wie mein Cluster aussehen muss, was für Passwörter benutzt werden sollen, hoffentlich nicht im Klartext, und kann das dann in Kubernetes speichern. Und dieser Prozess würde halt dann sich das aus etcd rausladen und gucken, okay, mein Anwender hat sich das Cluster gerne so vorgestellt, kann dann Kubernetes fragen, wie sehen meine Pods aus oder meine Stateful Sets, was auch immer gerade läuft, und kann dann halt so eine, das nennt sich Reconciliation machen, also einen Vergleich von Soll- und Ist-Zustand, und dann halt Kubernetes sagen, ah, okay, das Cluster sieht nicht so aus, wie der Kunde sich das oder der Benutzer sich das gewünscht hat, bitte starte mal da einen neuen Port oder mach mal dies oder mach mal jenes, oder im Fehlerfall mach halt irgendwas ganz anderes. Das ist das Komplexeste von dem, was wir hier sehen, weil man viel Code schreibt üblicherweise oder irgendein Operator, ein Open-Source-Operator benutzt, den halt irgendwer anders geschrieben hat, der da viel Code geschrieben hat. Aber es ist halt auch das Robusteste und das Flexibelste. Also das ist ein Programm, da könnt ihr reinprogrammieren, was ihr wollt. Ihr könnt mit DNS sprechen, ihr könnt das Ding Backup schedulen lassen, alles mögliche könnt ihr drin machen. Aus der Erfahrung, die wir gemacht haben, würde ich sagen, macht es nur, wenn ihr es wirklich braucht. Gut, wir mussten es notgedrungen machen. Denn es ist ein massives Investment in Zeit. Das ist jetzt nichts, was man irgendwie auf seinem Weg von zu Hause zur Arbeit in der Bahn schreibt, sondern wir sind ein Team von, weiß nicht, 8 Leuten und wir arbeiten schon relativ lange daran, also in Zeitachse mehrere Monate, noch nicht Jahre, aber relativ lange. Aber vielleicht gibt es ja, also vielleicht habt ihr für euch entschieden, ihr braucht einen Operator. Und wenn ihr das entschieden habt, gibt es vielleicht vom Hersteller einen Operator, der schon mitgeliefert ist. Das ist bei uns doof, wir sind der Hersteller. Gab es nicht. Okay, also müsst ihr es selber schreiben. Und wir haben uns entschieden, obwohl Neo4j in Java geschrieben ist, die Rest der Anwendung nicht auf der JVM ist, aber auch nicht in Go, haben wir uns trotzdem entschieden, den Go-Driver zu benutzen. Also den Go-Driver, um mit Kubernetes zu reden, weil es einfach der beste ist. Weil Kubernetes ist in Go geschrieben und alle Leute, die Controller in Kubernetes schreiben, tun das in Go. Das heißt, sie sind auch die bestgetesteten. Also würde ich raten, auch wenn ihr ein Java-Shop seid oder ein Python-Shop oder was auch immer, würde ich mal gucken, kann ich mich mit Go anfreunden und ist es wert, den Treiber zu benutzen in einer Sprache, in der ich vielleicht nicht so gut bin wie in anderen Sprachen. Wir haben uns dafür entschieden, die Vanilla Kubernetes Controller API zu benutzen und kein Framework on top. Und ja, ihr müsst damit zurechtkommen, dass ihr auf einmal Code Generators habt, weil Go kennt keine Generics. Das heißt, es werden immer ganz viele Generatoren angeschmissen, um die Clients zu erzeugen. Aber die Änderungen sind meistens nicht, passieren am Anfang sehr häufig, aber am Ende passiert es dann nicht mehr so häufig, dass man diesen Generator benutzen möchte. Ja, und in Go 2 wird eh alles besser und da gibt es dann Generics und das wird alles viel besser machen. Also ja, Go ist sehr gut geeignet dafür, würde ich mal einfach so sagen. Und bei uns hat es auch sehr, sehr gut funktioniert, dieser Umstieg. Wenn ihr könnt, würde ich euch empfehlen, Stateful Sets zu benutzen. Also bevor wir angefangen haben,
das war irgendwie so letztes Jahr Frühjahr, intensiv uns mit der Thematik zu beschäftigen, haben wir mit vielen Leuten gesprochen, die Operator geschrieben haben. Also die Jungs von Prometheus oder Elasticsearch gab es, glaube ich, einen Operator. Ich glaube, damals war es noch Open Source. Und mit anderen Datenbankherstellern noch. Und es war so eine ungefähr 50-50 von Leuten, die gesagt haben, in unserem Operator starten wir Pods und in unserem Operator starten wir Stateful Sets. Und wir haben uns am Anfang dafür entschieden, wir wollen gerne Pods starten, weil wir, wenn wir Upgrades machen wollten, wollten wir nicht, dass da noch ein zweiter Controller irgendwie uns in unseren Upgrade reinfummelt und dann noch irgendwelche anderen Entscheidungen trifft, wie jetzt was wo neu gestartet wird, was der Stateful Set Controller macht unter Umständen. Und haben uns für die Pod-Variante entschieden. Wir sind gerade dabei, das zu ändern, weil der Stateful Set Controller, also der, der Stateful Sets betreibt, einfach mittlerweile so viele Vorteile gewonnen hat, dass es diesen Hack, den wir da drumherum gebaut haben, nicht rechtfertigt, dass wir weiter an Pods festhalten. Also wir benutzen jetzt, wollen jetzt Stateful Sets benutzen. Also Stateful Sets sind zum Beispiel garantiert, ist, dass es von einem einer Stateful Set Definition nur eins gibt. Und wenn man sagt, die Hostname unique, dann kommt man nicht in Race Conditions rein und also Sachen. Das ist bei Pods ein bisschen braucht man mehr Code, um das zu erreichen. Okay, der letzte Punkt, der für uns sehr, sehr gut war, gerade wenn man Cluster debuggt. Ich hatte gesagt, wenn man Cluster macht, gehen die häufig laufen die mal in Probleme, dass ein Pod von den dreien irgendwie Probleme bekommt, der kann die anderen nicht mehr erreichen oder hängt gerade irgendwas anderes schief oder gerade in der Anfangszeit, wo unsere Cluster noch nicht so stabil liefen, haben wir häufig debuggen müssen. Und das ist natürlich super schwierig, wenn du versuchst, was zu debuggen, wenn dir dauernd der Container halt vom Operator unten drunter weggezogen wird. Ne? Na, dann denkst du dir, oh, das Ding ist jetzt für eine Minute, hat den Health-Check nicht mehr passiert, zack, weggeschossen. Deshalb haben wir mit unserem Operator haben wir implementiert so eine Do-Not-Touch-Funktionalität. Wir können halt bestimmte Cluster halt markieren, dass der Operator sagt, okay, gut, habe ich verstanden, da mache ich jetzt erstmal nichts mit. So. Das war für uns, gerade für Debugging, sehr, sehr hilfreich, dass wir das implementiert haben, während wir diesen Operator gebaut haben. Und wenn das ein wenn ihr euch für einen Open-Source-Operator entschieden habt, vielleicht kann man, also es ist relativ simpel, sowas zu implementieren, kann man da vielleicht ein PR hinschicken und sagen, hey, guck mal, ich habe hier eine coole Funktionalität, vielleicht wollt ihr das in eure Codebasis übernehmen. Was wir in Kubernetes auch sehr, sehr exzessiv benutzen, sind Headless Services. Also wir haben vor jedem Pod eine Service-Definition, der ist aber headless. Das heißt, ich bekomme kein Load Balancing dazu. Aber ich bekomme einen ordentlichen A-Record und ich bekomme ordentliche Ports, die gemappt werden auf den Port, den ich gerne haben möchte. Und das macht es sehr einfach für uns, ohne irgendwie wilde Service Discovery, Hickhack, unsere Pods irgendwie zu finden, weil wir unsere DNS-Namen halt so aufgebaut haben oder unseren Pods sagen, dass sie genau die anderen finden nach diesem Pattern, die Kubernetes DNS halt bereitstellt. Was für uns die Sache sehr, sehr einfach macht. Dann gibt es noch zwei Regeln oder zwei Konfigurationsoptionen, die für uns auch sehr, sehr spannend waren. Einmal Pod Affinity bzw. Anti-Affinity. Da kann ich sagen, ich möchte gerne, dass Pods, die einem bestimmten Selektor entsprechen, zum Beispiel vom gleichen Cluster sind, nicht auf den gleichen Knoten gescheduled werden, die den gleichen Selektor haben. Da kann ich zum Beispiel sagen, bitte starte nicht zwei Knoten in meinem Cluster auf dem gleichen Kubelet. Wie gesagt, da gibt es dann auch wieder Probleme, ne, wenn ihr zwei Kubelets auf einem Host habt, aber sei es drum. Also da könnt ihr sagen, bitte einen Container bitte von einem Cluster nicht mit einem anderen zusammen auf den gleichen Host. Und es gibt das Pod Disruption Budget. Und das ist so, wenn man neue Knoten in ein Cluster hinzufügt, also neue Kubelets, dann macht man das quasi aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, man braucht mehr Ressourcen, also man möchte nur neue starten. Das ist dann gut. Das macht, wenn man im Managed Kubernetes ist, vielleicht auch ein Autoscaler für einen. Das heißt, man kriegt mehr Knoten. Da wird es nicht beachtet. Aber wenn man jetzt ein Upgrade hat, man möchte jetzt von einem Node-Pool auf einen größeren gehen, der mehr Ressourcen hat, dann werden ja erst neue hinzugefügt.
aber danach auch wieder alte abgeschaltet. Oder wenn man Autoscaler hat, versucht er auch Knoten wieder, also Kubelets wieder loszuwerden, wenn man nicht mehr so viel Container laufen hat. Und Kubernetes weiß ja per se erstmal nicht, dass euer Datenbankcluster es gar nicht mag, wenn er jetzt alle drei gleichzeitig stoppt. Das heißt, wir müssen das Kubernetes irgendwie sagen. Und das kann man mit dem Pod Disruption Budget sagen. Kann man sagen, okay, ich möchte jetzt, dass ich eine minimale Verfügbarkeit von 2 aus 3 Knoten habe. Dann würde Kubernetes das respektieren und sagen, okay, ich stoppe jetzt erstmal das eine Kubelet und warte, bis dann woanders Neues gestartet ist und so weiter und so fort. Also ich kriege da auch mehr so ein rollendes Upgrade hin. Wenn man eine Single Instance, also wenn man nur einen Datenbankcontainer hat und ein Pod Disruption Budget von mindestens einer läuft, ist, dann wird der Knoten nicht gestoppt. Dann wird er einfach nicht dem Nodepool entfernt, sondern da muss man dann halt manuell interagieren und sagen, okay, ich migriere den jetzt oder ich behalte den Knoten, aber da würde Kubernetes den Nodepool nicht verändern für euch. Okay, useful sidecars. Wir versuchen, soweit es geht, das Datenbank-Image, das offizielle Datenbank-Image Neo4j zu benutzen, weil wir gerne, wenn ein Upgrade, also wenn eine neue Version rauskommt, wollen wir nicht das noch in unsere Build-Pipeline haben, sondern wir wollen gerne die offiziellen Images benutzen, aber wir wollen Funktionalität anreichern. Dafür sind Sidecars super, wir verwenden einen ganzen Sack davon. Wir benutzen für Konfiguration, für Zertifikat-Handling Sidecars. Wenn man jetzt sowas hat wie Service Discovery, könnte das auch in so einem Sidecar Platz finden. Wir machen Restores über ein Sidecar, Logging und Monitoring, also so Sachen wie Elasticsearch oder Stackdriver, was auch immer, und sowas wie Prometheus oder Datadog oder was auch immer, Systic. Solche Monitoring-Geschichten könnte man in ein Sidecar packen. Bei uns terminiert SSL immer in einem Sidecar, in einem Reverse-Proxy vom Sidecar. Vielleicht ist das auch paranoid, aber wir wollen gerne, dass Neo4j nichts von TLS weiß, sondern dass das vorher terminiert wird und dann Neo4j nur den Datenbankport zu Localhost aufmacht. Es gibt dann noch Konstrukte, wo man gerne einen Health-Check auslagern möchte. Beziehungsweise das haben wir jetzt gemacht. Aus dem Grund, ich hatte vorhin gesagt, dass Neo4j, also dass das Raft-Protokoll generell, wenn ein Knoten nur noch übrig ist, die Ports offen lässt und schreibende Zugriffe weiterhin bearbeitet. Wenn man jetzt in so einem HA-Proxy oder Nginx oder was auch immer einen Health-Check definiert und sagt, ich erwarte, dass ein HTTP 200 zurückkommt, wird er von Neo4j zurückkommen, weil er kann ja noch lesende Zugriffe bearbeiten. Und wenn er erwartet, dass irgendwie so ein Binärport offen, also halt ein Port offen ist, dann würde er noch offen sein, weil ja dieses Protokoll auch noch funktioniert für lesende Zugriffe. Die meisten Health-Check-Technologien, die halt quasi auf der Konsumentenebene sind, die können nicht in irgendeinen JSON-Response reingucken und sagen, ah, okay, der Knoten hat jetzt seit 10 Minuten keine Connection mehr zu den anderen gehabt. Deswegen starte ich den jetzt woanders neu. Deswegen haben wir das ausgelagert, ein kleines Sidecar, da ist nichts drin, außer Curl, glaube ich. Der fragt halt die Datenbank, holt sich diesen Endpunkt ab und guckt halt über einen Timeout, wie lange habe ich von meinem Leader nichts oder von dem Rest vom Cluster nichts mehr gehört. Und wenn das halt länger als N ist, dann würde der halt mit 500 antworten, sodass halt dann die Konsumenten dieser Health-Checks sehen, ah, okay, ich kann den jetzt woanders neu starten. Okay, soweit zu Sidecars. Think about Tooling. Ha, das mache ich am liebsten. Wir als menschliche Operator sind, auch wenn wir einen Operator geschrieben haben, wir haben ganz viel Zeit und Geld investiert, das Ding so best wie möglich zu bauen, wir kommen nicht drum herum, in bestimmten Szenarien selber eingreifen zu müssen. Wir versuchen nur, die Anzahl der Eingriffe zu reduzieren durch sowas wie einen Operator. Und nichts ist ungünstiger, als wenn ihr um 3 Uhr morgens gepaged werdet. Datenbank von einem eurer wichtigen Kunden ist gerade nicht verfügbar und ihr dann halb trunken ohne Kaffee an euren Computer stapft, weil ihr gerade on-call seid und dann irgendwie ganz schwierige Kube-Control-Befehle in euer Terminal reinhackt. Das ist eine schlechte Idee. Wir haben um Kube-Control noch ein Tool drum geschrieben, das haben wir Clusters genannt, das könnte irgendwie anders heißen. Und da habe ich einen Auszug mitgebracht, was wir
was wir da rein implementiert haben. Wir haben über Status halt eine reichere Version als nur kubectl-get-pods oder describe-pod gemacht. Da ist dann drin, sind die Pods healthy, sind sie, wann ist der letzte Backup-Job gelaufen, antworten sie auf bestimmte spezielle Endpunkte und so weiter und so fort. Also gib uns mal bitte eine Übersicht über den Zustand dieses Clusters. In Neo4j gibt es einen Self-Test, den haben wir gemacht. Wir haben dieses Do-Not-Touch implementiert, dass man halt sagen kann, Operator fasst das Ding nicht mehr an und relativ schnell. Was sich herausgestellt hat, was sehr hilfreich ist, ein Exec, also ähnlich zu kubectl-exec, halt ein Clusters-exec. Und da gibt man halt die Datenbank-ID mit der man gerne sprechen möchte, und den Command. Und der wird halt hingehen und das auf allen Cluster-Knoten gleichzeitig ausführen und dann die Ergebnisse nacheinander anzeigen. Also wenn man halt irgendwie schnell, ohne sich irgendwie eine Stunde durch Stackdriver durchzuklicken möchte, einfach mal die Debugs-Log von den letzten 2 Minuten anschauen möchte, kann man da halt mal schnell einen Tail auf das Debug-Log drauf machen. Das war sehr hilfreich, dass wir sowas hatten, dass wir schnell an Informationen kommen. Und better, also verprügel mal ein Cluster. Schieß mal irgendeinen wahlfreien Pod ab oder versuch mal, das Ding anders kaputt zu machen. Ist jetzt nicht besonders hilfreich für Produktion. Wir haben sowas, so eine Art Chaos Engineering installiert, also irgendeinen Pod, der in unseren Umgebungen läuft, übrigens auch in Produktion haben wir auch, und der geht an Datenbanken hin, die halt ein bestimmtes Label tragen, dass sie nämlich kaputt gemacht werden dürfen, und der führt genau diesen Befehl aus, nämlich schießt mal einen ab, schießt mal zwei ab und guckt, was passiert. Und dann, das war für uns sehr hilfreich, Fehler zu finden, also gerade auch in den dümmsten Situationen. Also wir hatten einmal den Fall, da haben wir gerade ein Deployment gemacht, also wir haben unseren Operator geupdatet und da kam unser netter Chaos-Pod her und hat halt ein Ding abgeschossen. Dann kam der Operator wieder hin, hat dann gesagt, okay, ich habe hier 2 unterschiedliche Zustände. Und dann kam er aber hin und hat halt noch einen weiteren gekillt und dann kamen wir in sehr, sehr lustige Szenarien. Finde ich toll, aber Chaos Engineering ist ganz eigene Kunst für sich. Okay, cool. Oh, ich glaube, ich bin sogar schon 5 Minuten über der Zeit. Ist denn, ich rieche noch kein Grillgut, also glaube ich noch nicht, dass die anderen Leute. Ah. Hm. Okay.